Oben hat man, glaube ich, eine gute Aussicht. Diese beiden jungen Frauen verstecken gleich 50 Euro. Und zwar für ihren Instagram-Account FreeCashBerlin. Ihre Videos erreichen bei Instagram aktuell bis zu 700.000 Menschen. Was Free Cash in Berlin heißt, heißt Catch Cash in Hamburg oder Cash Catch in Hannover. Was hat es mit dem internationalen Social-Media-Phänomen auf sich? Und was ist die Motivation der beiden Berliner Account-Inhaberinnen? Wir haben die beiden begleitet und nach dem Trend fragen können. Die Anonymität der Account-BetreiberInnen gehört zu den Cash-Catch-Accounts dazu. Es ist quasi wie eine Schnitzeljagd in Berlin und ja, die Schnitzeljagd nach Geld. Nachdem das Geld versteckt ist und das Ganze mitgefilmt wurde, posten die beiden den Videohinweis auf ihrem Instagram-Kanal. Und anhand der wenigen Hints, die in dem Video zu sehen sind, wo das sein könnte, erkennen die Menschen schon in wenigen Minuten, wo das Geld sich befindet und finden es sehr schnell meistens. Ihre Arbeit ist getan. Jetzt heißt es abwarten und Wetten abschließen. Ich sage 8 Minuten. Was sagst du? Ich sage heute 15. Oh, okay. Dann kommt schon die erste Person, läuft aber am Geld vorbei. Das war wohl keine Followerin von Free Cash Berlin. Okay, 1234. Gleisdreieck bei den Treppen, ja. Viel zu einfach, ja. Man kommt da erstmal hin. Noch war niemand da. Hinter dem Account stecken drei Berlinerinnen, die Anfang 20 sind und bislang 1.000 Euro ihres eigenen Geldes versteckt haben. Also ich arbeite im Service und mache da ganz gut Trinkgeld. Und dadurch habe ich auch meistens immer sehr viel Bargeld dabei. Und meistens verstecken wir zwischen 10 und 20 Euro, also 10 oder 20 Euro, manchmal 50. Und wir haben sogar am Anfang so auch ein paar Hunderter versteckt, ja, weil wir dachten, das könnte besonders viral gehen. Und dann teilen wir uns das halt durch drei auf. Aber wir hatten jetzt auch schon eine Kollaboration und weil die Follower halt so in die Höhe gehen, hoffen wir uns einfach, dass wir das irgendwie finanziert bekommen und es sich alles zurückzahlt. Ist es doch bestimmt, ja, das versuchen wir. Dann taucht ein junger Berliner auf, der gezielt auf dem Boden nach etwas sucht. Dass dieser eine von mehr als 26.000 FollowerInnen den Videohinweis richtig erkannt und seinen Weg zum Gleisdreieck gefunden hat, hat bei diesem Cash Catch nur 6 Minuten gedauert. Wird er das Geld in den Holzbänken am Gleisdreieck finden? Oder kommt ihm vielleicht doch noch jemand zuvor? Gar nicht so leicht zu finden. Eigentlich schon. Nein, da kommt noch jemand. Da kommt noch jemand. Oh mein Gott. Nein, sie sucht das auch. Nein, er hat es gefunden. Komm, wir rennen hin. Normalerweise filmen die beiden die FinderInnen des Geldes nur aus der Ferne und updaten sofort ihren Instagram-Kanal, dass das Geld gefunden wurde, damit sich niemand mehr umsonst auf den Weg macht. Dass der Tagesspiegel die beiden begleitet hat, nutzen die Account-Inhaberinnen das erste Mal, um mit ihrem Finder zu interagieren. Das Geld gefunden hat Maxim. Ich war gerade auf meinem Sessel und dann sehe ich so, ihr habt was Neues gepostet und ich sehe so das bei Gleisdreieck und ich wohne hier so, ich weiß nicht, 2 Minuten mit dem Roller und da bin ich direkt hier runtergelaufen, bin direkt hergekommen. Ich finde es interessant einfach so auch so herauszufinden, wo das Geld überhaupt liegt. Ich gucke auch, sogar wenn ich weit weg davon bin, gucke ich trotzdem, wo könnte das sein. Ich finde das immer interessant. Wenn die posten, dann probiere ich eigentlich immer herauszufinden, wo das ist. Aber ich sehe es meistens dann noch 3 Stunden und dann sehe ich, ah, das war ja doch in meiner Nähe. Und dann, ja, ist schon weg. Heute wird ausnahmsweise ein Foto des Finders für die Instagram-Story gemacht. Das hat schon wieder total Spaß gemacht. Ich glaube, der Finder hat sich sehr gefreut. Ja. Auch total, der war total aufgeregt, auch jetzt, als er mit uns gesprochen hat. Und irgendwie bin ich überrascht, dass es doch schon wieder so schnell gefunden wurde, weil wir ja so lange nichts mehr gepostet haben. Ja, jetzt war das erste Mal, dass wir auch richtig interagiert haben mit dem Finder, ne? Ja, voll. Und ihn richtig angesprochen haben. Ja. Normalerweise bleiben wir anonym. Bleiben wir anonym. Ein bisschen geheimnisvoll bleibt es also um Free Cash Berlin. Und ein echtes Geheimnis bleiben vor allem die nächsten Locations der Geldverstecke. Die müsst ihr dann selbst erraten.